So, und jetzt sind wir verbunden mit Julia. Und Julia ist 23. Guten Morgen, Julia. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo, Julia. Du klingst aber ganz, ganz anders als die anderen. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich per Skype anrufe aus Osaka in Japan. Aus Japan rufst du an? Ja, genau. Das ist Das ist ja sehr spektakulär, wollte ich sagen. Ja, am Dienstag hatte sich bei dir ein Herr aus Kanada gemeldet, ein Deutscher, der dort seit längerem arbeitet. Und du hattest dich sehr freudig und überrascht gezeigt, dass er dich dort empfängt. Ja. Und der hatte ich einfach mal eine Mail geschrieben an deine Redaktion und wollte mitteilen, dass ich dich auch hier in Japan regelmäßig höre, jeden Morgen. Ich bin völlig begeistert von dem Ton. Das ist ja viel besser als eine Telefonleitung. Wir sollten öfter skypen. Ach, tatsächlich, besser? Okay. Ja, wirklich, ganz toll. Das ist sensationell. Was machst du im fernen, fernen Japan, in Osaka? Ja, ich mache hier gerade für 3 Monate ein Praktikum an einem deutschen Sprach- und Kulturinstitut. Aha, ein Praktikum für was? Also im Rahmen meines Studiums sozusagen. Und was studierst du? Medien- und Kulturwissenschaft in Düsseldorf. Aber du studierst du auch die Sprache, die japanische Sprache? Japanisch habe ich immer so eher als Hobby nebenbei gemacht an Volkshochschulen oder auch früher schon mal in Japan selbst an einem Sprachkurs. Aber also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das als Vollzeitstudium zu machen. Ah, ich höre gerade, Julia, dass wir ein Foto sogar von dir vorliegen haben. Ja. Oh, das sieht aber richtig nach Japan aus. Nach Großstadt Japan mit japanischer Werbung, soweit ich das erkennen kann. Und ganz ja, unten. Ist das das Foto, wo ich mit drauf bin oder das, ja, wo du, ich persönlich kann dich, weil der Bildschirm ein bisschen weit weg ist, nicht so ganz gut erkennen. Du stehst unten links und im Hintergrund sieht es sehr großstädtisch aus. Ganz toll. Kannst du uns mal beschreiben, was wir da sehen? Ja, genau. Also das ist der sogenannte Dotonbori-Kanal. Der befindet sich in einem Vergnügungsviertel, also einem einer Amüsiermeile hier in Osaka. Mhm. Und gerade diese Leuchtreklame von diesem Läufer, den man im Hintergrund sieht, das ist ein sehr markantes Merkmal für Osaka. Also die Touristen pilgern zu dieser Reklame, um sich davor fotografieren zu lassen, weil das quasi das inoffizielle Wahrzeichen sozusagen ist. Es sieht ja auch sehr spektakulär und sehr riesig aus, ne? Ja, genau. Das ist, ich glaube, das hängt da auch schon seit 1932 oder so. Ach, also, guck. Ja. Aber wir haben das gar nicht weiter vertieft. Du kannst dann schon etwas Japanisch. Ja, also es ist etwas besser als der Alltagsgebrauch, würde ich sagen. Mhm. Also richtig tiefgründige Gespräche sind nicht drin, aber also ja doch, ich komme hier sehr gut klar. Respekt. Das ist sicher eine komplizierte Sprache. Man schreibt es ja auch völlig anders. Ja, genau. Also ich unterscheide immer zwischen Sprechen, Hören und Schreiben. Also das Schreiben ist da das Schlechteste, das Verstehen ist am besten. Ja. Wohnst du in einer Familie? Nein, ich wohne in einem Guesthaus. Mhm. Also hier leben vor allem Ausländer, aber auch Japaner. Das heißt, du hast durchaus auch Kontakt zu japanischen Menschen? Ja, genau. Also auf meiner Arbeit, da arbeiten auch vor allem Japaner, die allerdings Deutsch sprechen, weil Deutsch die Arbeitssprache dort ist. Mhm. Aber hier im Guesthaus lerne ich dann auch Japaner kennen. Ja. Bist du zum ersten Mal in Japan? Nein, zum dritten Mal. Also das erste Mal war ich 2009, glaube ich, da habe ich eine Rundreise gemacht, um quasi mir einen ersten Eindruck zu verschaffen vom Land, ob das auch so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Und das zweite Mal war 2010, da war ich für 3 Monate da, um einen Sprachkurs und ja auch ein Praktikum zu machen. Okay, dann weißt du ja schon eine ganze Menge Bescheid. Für uns ist Japan im Gegensatz zu den USA ja doch noch sehr exotisch und sehr weit weg. Ja. Was fasziniert dich so sehr an diesem Land? Ja, ich glaube, das ist auch gerade diese Exotik. Also zum einen ist Japan ja so weit weg, ist so unerreichbar quasi. Das macht schon mal das ist schon mal ein großer Faktor für mich. Und ja, Japan ist immer so
dieses Land, wo die Gegensätze Tradition und Moderne so vereint sind. Also man geht durch die Straßen, ich bin hier umgeben von Hochhäusern und von Technik überall. Und aber dann in einer kleinen Seitenstraße findet man dann einen Schrein, wo es dann sehr friedlich und still ist und wo die Leute dann mal ein kurzes Gebet sprechen oder so. Und oder man fährt kurz raus aufs Land und schon ist man weg von dieser Moderne und schon ist man in der Tradition. Wenn man noch nie in Japan war und das erste Mal dorthin kommt und dann auch vielleicht noch Kontakt zu Japanern hat, was fällt einem als Westeuropäer, als Deutscher besonders auf? Also es wird ja immer diese Höflichkeit gepriesen. Es wird sehr stark aufeinander Rücksicht genommen. Also man entschuldigt sich schnell oder man bedankt sich sehr schnell. Und ansonsten vielleicht fällt vor allem aber auch diese höfliche Zurückhaltung auf. Also es ist alles nicht ganz so offen. Also man hält so mit seiner Meinung eher im Hintergrund und man weiß quasi nicht genau, woran man mit seinem Gegenüber ist, da die Meinung hier nicht offen ausgesprochen wird. Was unter Umständen ja ein bisschen schwierig sein kann. Und dann muss man vorsichtig sein. Und uns interessiert ja auch immer, wie wir so im Ausland gesehen werden. Was denken Japaner über uns, über Deutsche? Also ich glaube, also Japaner, die mögen Deutsche generell sehr gerne, sozusagen. Also ich werde eigentlich immer erst für eine Amerikanerin gehalten. Aber wenn ich dann sage, dass ich Deutsche bin, dann sind sie sehr erfreut. Und also ich weiß nicht, ob das an der gemeinsamen Kriegsvergangenheit vielleicht liegt. Vielleicht. Also gerade Osaka ist auch sehr nah an den Deutschen dran sozusagen, weil es hier auch zurzeit ein Oktoberfest gibt. Guck an. Ein deutsches Oktoberfest. Ja, und um Weihnachten gibt es deutsche Weihnachtsmärkte hier. Aha. Also und eigentlich generell sind vielleicht Deutsche und Japaner so von der Mentalität auch gar nicht so weit entfernt, dass also die Arbeit wichtig ist und auch die Höflichkeit und die Ordentlichkeit. Und die Disziplin vor allen Dingen. Ja, genau. Also, es fällt mir gerade was ein, Julia, liege ich jetzt auch komplett falsch. Das hat mir mal eine Kollegin erzählt, die auch mal in Japan war, aber ich krieg's nicht mehr genau zusammen, was es war. Die hat mir erzählt, dass mit den WCs, mit den Toiletten irgendwas ganz Ungewöhnliches gegenüber unseren WCs. Stimmt das? Ja, das sind diese Hightech-WCs, die haben so ein Spülgeräusch, das heißt, man drückt dann auf eine Taste und dann hört man so ein Spülgeräusch, damit man die Toilettengeräusche nicht so hört. Ach. Und man kann auf verschiedene Knöpfe drücken und dann kommt von überall Wasser und ich hab's noch nicht ausprobiert. Das ist ja lustig, die spielen dann per Band oder wie auch immer ein Geräusch ein, damit man die Geräusche des Pipi-Machens nicht hört zum Beispiel. Ja genau, also Körpergeräusche sind hier sehr verpönt, also das... Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie das auf Herrentoiletten ist, aber auf Damentoiletten, da wird zuerst immer diese Soundtaste gedrückt. Und, Nun warst du öfter schon da. Was ist das, von dem du sagen würdest, das finde ich besonders toll hier? Das ist richtig, richtig beeindruckend. Das kenne ich so gar nicht. Ich weiß gar nicht. Also vielleicht ist es so dieser Alltag, der mich fasziniert, dass durch die Straßen gehen und also diese fremde Kultur mitzuerleben und ansonsten, also gerade hier in Osaka, da liegen die anderen Städte, zum Beispiel Kyoto und so, sehr nah, da kommt man schnell hin und da ist man dann quasi auch direkt wieder in einer anderen Welt, weil Kyoto nochmal nicht so wie Osaka, nicht so großstadtmäßig ist. Also, oder ja, auch diese Vielfältigkeit an Landschaften. Also zum Beispiel nach Ende meines Praktikums werde ich in den Süden Japans fliegen auf eine, ich sag mal, auf eine Südseeinsel. Da ist es dann sehr karibisch anmutend. Sprechen eigentlich die japanischen jungen Leute dich als Deutsche, besonders als Deutsche, zum Thema Atom und Atomstrom, Atomkraftwerke an? Nein, also das ist hier eigentlich generell gar kein Thema. Also auf der Straße, im Restaurant sowieso nicht. Also man spricht nicht über Probleme, man spricht über unverfängliche Themen. Ah ja. Und
also ich habe auch also das Beispiel von einem Arbeitskollegen, dessen Frau ist sehr engagiert, also gegen Atomstrom, mhm, hat aber in Japan nichts erreichen können, weil man hier auf taube Ohren stößt und ist dafür jetzt nach Deutschland ausgewandert, um da mehr zu erreichen. Ja, weil das ist wirklich eine Minderheit in Japan noch, die gegen AKWs sind. Und die Minderheit orientiert sich sehr an Deutschland, weil wir da ja nun führend wiederum sind in der Welt. Ja, genau. Jetzt hast du gesagt, dass du uns morgens immer hörst. Du lädst dir das runter, die Sendung? Nein, also ich... Ach, du hörst sie live? Also es sind, ja, genau. Es sind 7 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, bei mir ist es jetzt gerade 8:30. Ah. Ich gehe bald zur Arbeit. Und ich höre das dann also per Webradio live oder per Online-Livestream. Zum Frühstück quasi. Ja, genau, zum Frühstück. Das ist sehr angenehm. Also da muss ich dann nicht lange wach bleiben, um dich zu hören, sondern das erledigt sich dann so nebenbei. Das ist eine komische Vorstellung für mich und für uns hier in Deutschland, weil hier ist ja nun tiefe Nacht und wir alle haben so das tiefe Nachtgefühl und wir plaudern hier in der Nacht und du hörst es dann quasi am helllichten Morgen beim Frühstück. Ja, für mich beginnt der Tag jetzt. Ja, genau. Wann musst du gleich los? Also die Arbeit, die fängt um 10 an, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Könntest du dir vorstellen, ganz irgendwann in Japan zu leben? Nein, also überhaupt nicht. Also ich habe schon überlegt, so 1 bis 2 Jahre würde ich es hier aushalten, aber man bleibt immer der Ausländer bzw. die Ausländerin. Man wird, also gerade auch, weil ich blonde Haare habe, also ich werde immer angeguckt und also am Anfang ist es vielleicht ganz witzig, aber irgendwann nervt es dann. Und also auch die... weil die Mentalität dann doch so anders ist, also auch mit diesen Problemen. Und also es scheint mir ein bisschen oberflächlicher hier zu sein alles. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich hier so starke Beziehungen aufbauen könnte. Also Julia, ich habe mich sehr gefreut, dass wir miteinander haben reden können. Ja, er hat mich das auch Das ist wirklich gefreut. So weit weg. Wie viele Kilometer sind das eigentlich? Hast du es hier mal ausgerechnet? Ja, nein. Gigantisch. Es ist gigantisch weit weg. Ja, also auf jeden Fall 11 Flugstunden. 11 Flugstunden, ja, genau. Ja. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit in Japan. Ja. Und jetzt mach dich auf die Socken, damit wir nicht schuld sind, dass du zu spät zu deiner Arbeit oder zu deiner Arbeitsstelle kommst. Ja, vielen Dank. Einen angenehmen Abend noch. Oder Dankeschön. Morgen. Dir einen schönen und guten Tag. Julia, vielen Dank. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss.